Extremophile sind Mikroorganismen, die praktisch überall auf der Welt vorkommen und optimal an Lebensbedingungen angepasst sind, die wir als extrem empfinden würden oder beschreiben würden. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen. Philos bedeutet liebend. So gesehen bedeutet extremophil eben extrem, das Extreme lieben. Das sind Mikroorganismen, die Bedingungen lieben, die aus menschlicher Sicht eben nicht genutzt werden können, um überleben zu können. Und weitere Beispiele dafür wären beispielsweise die Psychrophilen. Psychrophile heißt kälteliebend. Das sind Mikroorganismen, die zum einen im Schnee wachsen. Das können auch Organismen sein, die beispielsweise im Haushalt im Kühlschrank auftreten bei niedrigen Temperaturen. Wenn man die Psychrophilen noch steigert, kommt man zu den Kryophilen. Kryophilen sind Mikroorganismen, bei denen der Spitzenreiter den Namen trägt, Planococcus halocryophilus. Dieser Organismus, der wird isoliert bei Temperaturen um minus 15 Grad. Also dieser Organismus ist bei Temperaturen um minus 15 Grad nicht nur in der Lage zu überleben, sondern er wächst eben auch noch bei diesen Temperaturen. Und sobald die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen, ist es für ihn und für Verwandte schon zu warm, sodass der Organismus dann gar nicht mehr leben möchte oder gar nicht mehr wächst. Der phylogenetische Baum des Lebens zeigt drei Domänen des Lebens. Das sind einmal die Bakteria, die Archaea und die Eukarya. Und eine andere Einteilung ist in Prokaryoten und Eukaryoten. Die Prokaryoten umfassen die Archaeen und die Bakterien. Diese haben keinen Zellkern und die Eukarya sind die Organismen mit Zellkern, die häufig vielzellig sind, wohingegen die Prokaryoten meist einzellig vorkommen. Aber es gibt natürlich auch Einzeller unter den Eukaryoten, wie zum Beispiel die Bäckerhefe ist ein typischer einzelliger Pilz. Was wir zum Backen und zum Bierbrauen benutzen, ist ein einzelliger Eukaryot. Die Extremophilen finden sich in allen Domänen des Lebens, das heißt unter den Bakterien, Archaeen und Eukaryoten. Wobei unter den Eukaryoten viel Pilze zu finden sind, die zum Beispiel bei höheren Temperaturen optimal angepasst sind, wie im Kompost lebende einzellige Pilze. Die meisten Vertreter der Extremophilen finden sich unter den Bakterien und den Archaeen, wobei die extremsten Vertreter wohl unter den Archaeen zu finden sind. Die Prokaryotenzelle ist meist sehr klein, zwischen 0,1 und 100 Mikrometer im Durchschnitt und mit dem bloßen Auge so eigentlich nicht sichtbar. Deswegen bedienen wir uns des Mikroskops, um die Morphologien der Prokaryoten sichtbar zu machen. Typische Morphologien sind Stäbchen und Kocken. Der Unterschied zwischen Bakterien und Archaeen ist so nicht ersichtlich. Der Unterschied liegt innerhalb der Zellen bzw. im Aufbau der Zellmembranen und der Zellwände. Und auch Unterschiede bestehen innerhalb zentraler molekularer Prozesse. Das heißt, wenn ich durchs Mikroskop schaue, kann ich nicht sehen, ob es ein Archaeum oder ein Bakterium ist. Die unterschiedlichsten Lebensräume, in denen sich extremophile Mikroorganismen auf der Welt tummeln, findet man im Prinzip überall. Das können zum einen kalte Gebiete in der Arktis sein, das können trockene Wüsten sein, das können beispielsweise auch heiße Quellen sein. Ein gutes Beispiel, das wir hier am Institut auch untersuchen, sind heiße Quellen aus den Azoren. Die Azoren sind eine Vulkaninselgruppe mitten im Atlantik. Und auf den Azoren gibt es zahlreiche Gebiete, an denen heiße Luft oder heiße Flüssigkeit aus der Erde strömt und die Oberfläche erhitzt. Dabei entstehen beispielsweise brodelnde Schlammlöcher oder heiße Quellen. In diesen heißen Quellen sind unterschiedlichste Bedingungen zu finden. Das können zum einen hohe Temperaturen sein, die in der Regel zwischen 50 und 90 Grad liegen. Das können aber beispielsweise auch starke Schwankungen innerhalb des pH-Wertes sein. Also da finden wir Quellen, die zum Beispiel Temperaturen von 70 Grad aufweisen, gleichzeitig einen neutralen pH-Wert von um 7 haben. Wir finden aber auch heiße Quellen, die Temperaturen um 80 oder 90 Grad haben und einen extrem sauren pH-Wert haben. Dieser extrem saure pH-Wert würde dann zwischen 2 und 3 zum Beispiel liegen. Und die Organismen, die unter diesen Bedingungen optimal wachsen, werden als thermoazidophile Mikroorganismen bezeichnet. Diese thermoazidophilen Mikroorganismen, die bevorzugen demnach nicht nur heiße Temperaturen, sondern zusätzlich auch noch saure Bedingungen, um optimal wachsen zu können und zu überleben. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ein Organismus, der Pyrolobus fumarii heißt. Der wurde isoliert an Blacksmokern, also an unterseeischen Tiefseequellen im Ozean, an denen heißes Wasser aus den Blacksmokern herausströmt. Dieser Organismus beispielsweise wächst optimal bei Temperaturen, die so bis 113 Grad ungefähr liegen und
Trotzdem stellt dieser Organismus noch nicht die Spitze der hohen Temperaturskala dar. Ein weiteres Beispiel wäre in dem Zusammenhang ein Archaeon, das Methanopyrus candleri heißt. Auch das wird isoliert an der Wand von Black Smokern, also von so Tiefseeschornsteinen. Und dieser Organismus, der wächst bei entsprechendem Druck im Labor bei Temperaturen bis über 120 Grad und ist in der Lage, bei eben diesen Temperaturen noch Biomasse aufzubauen.